Die Alliance of Civilization ist ein wunderbares Beispiel dafür, was die UNO heute wirklich ist. Eine Organisation, Ideen, Menschen und Initiativen. Die Alliance of Civilization hat sogar United Nations vor dem, das heißt UNAOC, ist die Abkürzung für die Organisation. Aber wenn man genau hinschaut, die Organisation wurde nicht von den Vereinten Nationen gegründet. Die Vereinten Nationen haben keine Mandate erteilt. Es gibt keine Finanzierung durch die Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen leisten gewisse Hilfestellungen. Ich muss gestehen, da weiß ich nicht, ob sie dafür entlohnt werden, nämlich in der Finanzverwaltung des Fonds. Aber im Grunde ist es ein Beispiel dafür, wie wir heute Global Governance schaffen, gestalten und umsetzen.